Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Halte Mason und Adler bereit. Gehen wir. Die Basis ist gleich hinter dem nächsten Kamm. Geht rein, seht euch um und kommt wieder raus. Scheiße, Park. Ich wollte noch bleiben, mir den Gulag ansehen. Macht das, nachdem wir wissen, was Perseus vorhat. Was für ein Monstrum. Die Russen könnten sonst was darin versteckt haben. Mach ein Foto fürs Kommando. Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich sehe oben und unten nach. Wäre dein Ziel. Noch zwei beim Truck. Gut geschossen. Geh du vor, den Hang runter. Ich gebe Deckung. Mach Bilder von allem, was wichtig aussieht. Karten, Baupläne, was immer du findest. Rein in die Basis. Ich folge dir und kümmere mich um den Alarm. Ничего необычного. Нужно... Hab dich im Auge. Scheiße, eine Patrouille nähert sich mir. Pearl, finde einen Weg hinein, ich gehe außen rum. Ich bekomme jede Menge Funkverkehr. Sie suchen nach dir, Bell. Aber ich habe immer noch nichts von Woods gehört. Beeil dich und geh rein.
geschehen. Du hast was verloren. Park, Berl hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. Machen, da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Alles klar, bin bereit. Gesichert, rücke vor. Halte dich bereit. Da könnten 1000 Russen hinter der Tür sein. Gib mir Deckung. Kein beschissenes Wort, Bell. Das ist ein Spätzners-Trainingsparcours. Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA. Ah, Scheiße, sie fangen an. Fuck, weg hier! Die wollen eine Übung mit scharfer Munition? Können sie haben. Vorrücken! Da sind sie. Was?
Die haben Barbie? Diese gottverdammten Kommunistenschweine! Lauf zum Kontrollturm! Werfe eine Granate! In Bewegung! Weiter! Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm! Wir sind hier in eine Schießübung geraten. Hier wimmelt es von Russen. Wir suchen auch nach Infos. Scheiße. Mason und Adler halten sich bereit für die Evakuierung. Sie klang wütend. Klang sie wütend? Sieht wie die Kommandozentrale aus. Weiter. Jackpot. Mal sehen, was die Russen hier wirklich vorhaben. Bell, ran ans Terminal. Sieh dich um. Willkommen im sowjetischen Kriegsanalysearchiv. Göttliche Häuserkampfstatistik. Zugriffsbeschränkung. Das ist Kinderkram. Such weiter. KGB-Tagesberichte. Zugriffsbeschränkung. Langweilig. Was gibt es noch? Operation Greenlight. Zugriffsbeschränkung. Was ist Operation Greenlight? Kannst du das hacken? Na klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Klasse. Ich nehme einen Ausdruck mit. Das ergibt keinen Sinn.
Perseus hat ein CIA-Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Scheiße, wir müssen hier weg. Ich fasse es einfach nicht. Hark, kommen! Hark! Hudson hat gelogen! Er hat uns belogen, verdammt! What? Wovon sprichst du da? Ich spreche von Greenlight. Das ist es, worauf es Perseus abgesehen hat. Und die ganze Sache stinkt nach Hudson. What? Die Verbindung bricht ab. Kommt einfach da raus! Scheiße! Dieser MGB wird uns verletzen. Vom Regen in die Traufe geraten. Sorg einfach dafür, dass Adler und Mason am Evakuierungspunkt bereitstehen. Gib mir Deckung! Wir müssen zu diesem Ausgang. Schweine blockieren den Ausgang. Wir müssen uns da irgendwie durchkämpfen. Auch ein Deckung, verdammt, da ist noch ein Schleier. Thank you.
festhalten, Bell! Bell, pass auf, der Pisser kommt von rechts! Gott, verdammt! Das nennt man Stadtsanierung, ihr Wichser! Verdammte Straßenschilder aufstellen! Da! Ich sehe den Ausgang! Ja, Sir, ich bin dran. Du wusstest, dass die Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wem man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 58 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet, die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal überlasse ich dich, Woods.